San Sebastian ist bekannt für seine kulinarischen Köstlichkeiten und seine Kochvereine. Und für starke Frauen. Manchen sind sie zu stark. So sind in vielen Kochvereinen nur Männer als Mitglieder zugelassen. Bei Aizaki zum Beispiel, einem renommierten und sehr selbstbewussten Verein. Es gibt dir Kraft, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist. Sie hören dir zu und du kannst mit ihnen reden. Ich glaube, das ist besser, als zum Psychologen zu gehen. Hier kannst du essen und reden und musst keinen Psychologen bezahlen. Jeden Freitag trifft sich Schema im Vereinslokal mit Gleichgesinnten. Heute kochen wir Cocochoa vom Kabeljau, gebackenen Seehecht und Miesmuscheln mit Tomaten. Der Verein hat 120 Mitglieder und eine lange Warteliste. Man kocht in Gruppen, an verschiedenen Tagen. Jeder kann Freunde mitbringen, die Kosten fürs Essen werden aufgeteilt und die Gäste können auch Frauen sein. Wenn Sie wollen, können Sie jeden Tag zum Mittagessen kommen, Platz nehmen und das Essen genießen. Ein Vereinsmitglied macht Ihnen das Essen und serviert es auch. Sie können überall hin, nur nicht in die Küche. Die ist tabu. Der Verein gehört den Männern. Frauen können kommen, dürfen aber nicht kochen. Stören sie? Ziemlich. Männerwirtschaft. In unseren Statuten haben wir ganz klar entschieden, dass Frauen bei uns nicht Mitglied werden können. In diesem Verein jedenfalls nicht. Das ist Sexismus, Diskriminierung wegen des Geschlechts. Doch es geht auch anders. Bera Bera, eine offene Gesellschaft, Männer und Frauen kochen gemeinsam. Carmen Diez ist seit Jahren Mitglied. Ansonsten forscht sie an der Baskischen Universität. Genderstudien. Wer ist hier die Chefin? Ich. Carmen. Hier und überall. In gemischten Vereinen gibt es keinerlei Probleme, wenn Männer und Frauen sich die Küche teilen. Gemeinsam statt getrennt, auch wenn Frotzeleien wohl dazugehören. Diese Manie, sich abzugrenzen, befremdet mich immer wieder. Die Männer hier, die Frauen dort. Warum muss es überhaupt exklusive männliche Räume geben? In den neuen Kochvereinen ändert sich das langsam. Doch in den traditionellen hält sich der Ausschluss der Frauen ziemlich hartnäckig. Ich glaube, dass sie ihre eigene Sprache haben, ihre Kameraderie, dass sie unter Gleichen sein wollen, dass sie keine Frau dabei stören soll, über gewisse Themen zu reden. Am Anfang waren die Fischer, die Männer auf See oder am Hafen, die Frauen bei den Kindern, getrennte Welten. Doch Fischer gibt es hier kaum noch, wenn auch viele Yachten. Und die Welten von Männern und Frauen sind längst nicht mehr so getrennt. Den Fisch fangen sie auch nicht mehr selbst. Und da ist die Sehnsucht nach einer Zeit groß, in der Männern noch niemand ihren Platz streitig machte. Da das heute häufig anders ist, wollen sie wenigstens einmal pro Woche alleine bestimmen. Das Interessanteste hier, man ist unter Freunden und weg von zu Hause. Essen, reden, dass uns hier niemand kontrolliert, dass wir unter uns sind. Hier sitzt man neben einem Banker und einem Arbeiter. Freundschaft. Fast trotzig kämpfen sie gegen die Vorstellung von der Gleichheit der Geschlechter. Wir sind verschieden. Wir benehmen uns verschieden. Nicht besser und nicht schlechter. So sind wir. Wenn das machistisch klingt, gut, dann sind wir eben Machos. Viele Frauen sind besorgt wegen solcher Einstellungen. Das ist schlimm. Es reproduziert eine Gesellschaft männlicher Macht, die es Frauen erschwert, die Gleichberechtigung zu erreichen. Der Traditionsverein Aizaki tut sich jedenfalls schwer damit. Aizaki bedeutet übrigens Ausrede.